Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mafia 3. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle zuerst einmal natürlich sofort dafür, ja, dass gestern eine Folge ausgefallen ist. Ja, das tut mir wirklich außerordentlich leid. Es ist etwas dazwischen gekommen, was ich wahrscheinlich im Stream heute Abend erklären werde. Ja, deswegen schaut da gerne mal rein, wenn ihr Bock habt. Da werde ich es erzählen. Es tut mir wirklich leid, aber nichts zu machen tatsächlich. Und das Erste, was wir machen, ist erstmal im Keller gucken. Denn ich glaube, es ist ein neues Update-Patch-Gedöns gekommen, bei dem die DLC-Klamotten mit Ryan gekommen sind. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was haben wir. Action, mach die bereit, Soldat. Wahrscheinlich soll das dich heißen. Dann haben wir Formel, Klamotten für Gelegenheiten, wenn du schick aussehen willst. Und speziell, okay, was haben wir in speziell? Pro-Am, fahre Rennen stilvoll in dieser Hangar 13 Jacke mit passenden Rennhandschuhen. Dann haben wir den Revolutionär. Du bist schwarz und stolz. Zeig es ihnen mit dieser Lederjacke, dem Rollkragenpulli und einer schwarzen Hose. Und dann haben wir den Bundesagenten, den kennen wir ja noch. Zurück. Formel, da haben wir Mr. Clay. Voll geil, hier hinten. Am Ohr noch schön, ich kann das mit der Maus gerade gar nicht zeigen. Baby, you're a rich man. Dann zieh dich auch dementsprechend an mit diesem Dreiteiler. Voll geil, ich mag das mit Anzug und so weiter. Er hat halt hinten einen Knopf im Ohr, was halt so für einen FBI-Agent noch spricht. Öffnungszeiten, auch schön. Kellner, auch, ja, nicht schlecht. Ich finde den ehrlich gesagt echt cool, gerade weil es halt so Mafia-Geschichte ist. Aber wir gehen ja gegen die Mafia vor im Moment. Dann haben wir hier das weiße T-Shirt, das ist auch krass. Einfach mal Muscle-Shirt, da ist das unser normales Outfit mit dem T-Shirt. Da haben wir hier noch eine Full Metal 2, einer schönen Weste. Dann Full Metal, volle Army-Ausrüstung, Kampf. Die haben wir jetzt an, das ist das, was wir aktuell anhaben. Wir lassen es auch. Ich werde aber wahrscheinlich, wie bei Mafia 2 auch, hin und wieder einfach mal die Klamotten durchwechseln. Also, ne, nicht wundern. Wir haben kein Geld mehr auf der Tasche, weil wir das ja in der letzten Folge noch alles in dem Safe geparkt haben. Da ist unser schickes Auto. Ich habe am Radiosender noch nichts ändern können. Aus Zeit und immer noch Unfähigkeit. Oh, einsteigen. Ich wollte einfach mal Waffen durchgucken. Wie konnten wir denn den Sender umstellen? Ich weiß es gar nicht mehr. Lol, so lange her. Ich weiß nicht mehr, wie man den Radiosender umstellt. Es tut mir so leid. Oh Gott, vor allem die Musik geht einfach weiter. Mittlerweile ist es aber von YouTube und, also, ne, so wie ich das mitbekommen habe, vielleicht hat es ein oder andere von euch auch mitbekommen, YouTube und die GEMA haben sich geeinigt. Die haben sich geeinigt und so sind die Musikstücke, die jetzt einfach mit eingespielt werden, die ich halt nicht rausmachen konnte, sind drin, die werden auch gekennzeichnet, werden dann auch, von den jeweiligen Besitzer monetarisiert, aber unterm Strich bekomme ich keine Probleme mehr, das abzuspielen. Ah, 3 und 4 waren das. Okay. So, ich bekomme, also ich kann es rein theoretisch einfach abspielen. Ohne Probleme. So, Waffe wegstecken gerne. So. Das ist geil. Aber prinzipiell erstmal noch nicht nötig. Mal sehen, mal sehen. Vielleicht werde ich irgendwann auch sagen, komm, spiel rein und wir lassen es drauf ankommen. Weil ich finde, Musik ist ein sehr, sehr essentielles Mittel, auch gerade bei Mafia, schon bei jedem Teil gewesen. Warum sollte es bei diesem Teil anders sein? Okay, Deary Harrow, Harry, Ward of Donovan. Da fahren wir gleich mal hin. Kann ich ja unterwegs ein bisschen quatschen mit euch. So. Neue Outfits verfügbar, haben wir tatsächlich gesehen. Du hast neue Outfits freigeschaltet, wechsel ein Outfit im Hilfe, im Kleiderschrank, neue Outfits, da haben wir den schon gefunden. Geil. Sehr schön, ja. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ob ich irgendwann bereit quasi sage, na gut, komm, machen wir es rein. Solange, ne, aber eigentlich, ich weiß nicht. Wir werden es erstmal noch so lassen. Bis jetzt war euer Feedback in dieser Richtung noch recht still. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen vielen Kommentare, die es auf einmal gibt. Voll geil, der liebe Arne und die Abby ist auch dabei und die gute Yolandi auch. Ich mag das sehr, sehr gerne, dass einfach, ja, dass ihr so viele Kommentare schreibt und auch zu dem Spiel selber man sich unterhält und so. Ich mag das sehr, sehr gerne. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch der liebe Simon oder Lumon oder wie auch immer. Dankeschön und ja, gerne mehr. So, es ruckelt ein wenig. Ich hoffe, das fängt sich mit der Zeit.
Ich wollte mal gucken, kann ich hier quatschen? Hallo? Hey, was geht ab, Bruder? Nein, geht leider nichts. Ich hoffe, das mit dem Ruckeln gibt sich noch. Okay, wir setzen uns mal hier hin und warten. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschweinen leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht zu fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Glaubst du die Scheiße nochmal? Okay, dann würde ich sagen... hallo? Hallo? Ah, Geschäfte abhören. Um Geschäfte zu verwanzen, bricht die Verteilerkästen auf, die du überall in der Stadt findest. Geschäfte zu verwanzen, hilft Donovan, Sonderziele zu finden, Positionen von Sammlerobjekten auf der Karte zu markieren und dir unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbosse anwerben. Dann würde ich sagen, wie wär's denn mit einem kleinen Aufknackerchen? Ah, es ruckelt. Es ruckelt krass. Ich muss gucken, ob sich das bessert tatsächlich. Wenn nicht, dann muss ich die Aufnahme... Wird erstmal sowieso nur eine kurze Aufnahme, leider. Und da so ein Kasten hin, so zumachen. Und das war's. Geschäfte abhören, durch abhören, lalala. Ermöglicht die Geschäftsbosse anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Haben wir schon. Sobald ein Stadtteil verwanzt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen, auch hinter Ecken oder Mauern. Um die derzeit verwanzten Geschäfte zu betrachten, erst Tab drücken, um die Karte zu öffnen und dann Abhörzonen ein-ausklicken. Um Abhörgeräte in Verteilertesten einzubauen, brauchst du TL49 Sicherungen. Sammel solche Sicherungen, die du in der ganz New Bordeaux herumliegen. Haben wir sogar ein paar schon. Deren Trigger waren sternhagelvoll. Jetzt muss er Georgie erklären, wie sein Mann das zugelassen hat. So eine Scheiße. Ja, okay. Damit haben wir jetzt ein neues Ziel. Was haben wir hier? Befrage Charlies Dealer und Donovan. Ah, da können wir mit ihm sprechen. Hier sind überall die Verkeilerkästen. Hier haben wir jetzt das Ding ja schon verwanzt. Und wir haben schon so ein paar von diesen Sicherungen gefunden. Es ruckelt echt noch, ne? Ich hoffe... Warte mal, habe ich das Ding jetzt markiert? So? Weiß nicht, wir schnappen uns mal unser Auto. Obwohl, das hier gefällt mir eigentlich mehr. Naja, wir bleiben erstmal bei unserer Karre. Ist ja unsere, ne? Warte mal. Nummernschild, genau, das war unser. Ja, wir werden es jetzt erstmal so lassen. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, es fängt sich noch. Wenn nicht, dann werden wir jetzt eine Mission so spielen. Oh, es nervt mich ja selber schon. Ich hoffe, dass es sich wirklich noch fängt, dass es jetzt anfangs einfach nur so ein paar Tankladungen sind und so weiter. Es wird sowieso eine etwas kürzere Aufnahme heute. Da ich ja noch einiges anderes zu tun habe, sowas wie halt nachher Stream vorbereiten und ein anderes Projekt geht heute noch an Start und so weiter und so fort. Deswegen, bitte, ne, wir machen eine kurze Aufnahme. Wenn es jetzt echt so ruckeln sollte, bitte verzeiht mir das. Okay. Wie ging das mit der Informationsansicht hier nochmal? Nein? Ah. Information. Verhöre Informanten, um Informationen über Geschäfte und ihre Bosse zu erhalten. Um Infos auf ihn rauszukitzeln, isoliere einen Informanten von seiner Crew oder jage ihm zu seinem Auto und fahre wie ein Verrückter. Nachdem du einen Informanten verhört hast, kannst du ihn entweder töten, um etwas Geld zu verdienen, oder ihn anwerben, was den Wert deines Geschäfts erhöht, sobald es übernommen hast.
Wir werden natürlich, wenn Screaming Zini werfen. Ach, wir haben ja diese... Wen haben wir denn da? Niemanden. Niemanden. Boah, ich kenne die Steuerung noch überhaupt nicht mehr, ne? Wie cool war das? Komm doch mal her, mein Hübscher! Oh lol. Oh lol. Wir haben das Messer noch aktiviert. Oh lol. Okay. Was war Crouchen? C? Nein. Steuerung? Nein. Wie war denn Crouchen? Ah. So, mein Freund. Reinhard, mach ihn fertig! Was hat Vorfinger da in der Kirche am Laufen? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Gute Nacht, du Assel. Reinhard, mach ihn fertig! Okay. Was willst du jetzt tun, hä? Ich weiß nicht. Vielleicht das! Heilige Scheiße! Oh, es ruckelt hart. Ja, wir werden jetzt eine Folge aufnehmen und danach werden wir es lassen. Es tut mir wirklich leid. Nervt mich ja echt selbst schon. Können wir hier nicht? So. Du warst schon fertig. Aber wir brauchen jetzt auch nicht mehr schleichen. Das haben wir. Und jetzt haben wir das nächste Missionsziel, was wir angehen können. Aber wie gesagt, das ist nicht allzu weit weg. So, jetzt haben wir auch das mit den Postern und so. Sammelobjekte. Gefällt mir natürlich sehr gut. Wir werden gucken, was sich da machen lässt. Achtung, Achtung, Achtung. Bitte nicht umfahren. Bitte nicht, danke. So, wie gesagt, ich merke selber, es nervt mega. Ich muss gucken, woran es liegt. Letztes Mal hat es halt genau bei Fraps nicht geruckelt. Jetzt ruckelt es mit Fraps. Ich bin mir unsicher, was da los ist. Ja, okay. Naja, komm. Das Ding an der Kirche machen wir noch. Dann sollte die Folge lang genug sein. Dann haue ich die raus. Ich entschuldige mich. Und dann, ja. Okay, hier gibt es Geld. Informationsansicht. Da ist der Eingang. Da hinten ist noch ein Eingang. Verdeckte Annäherung. Du kannst zu verdeckter Annäherung kannst du dich ungesehen an Gegnern vorbeischleichen. Bevor du dich in einen Kampf stürzt, benutze die Informationsansicht mit V, um den Gegner und interessante Stellen auszuspähen. Wir haben darüber geredet, nochmal zusammen zu so wie die Kohle hier. Okay, hier ist er der Einzige. Den können wir uns also schnappen. Die Deal mit Heroin. Ich überlege gerade, ob wir... Aber ich mein's ernst, Mann. Du weißt doch von Bobbys Fluch. Schnauze! Boah, ist das... Diesen Voodoo-Quatsch glaubst. Er soll ihn danach einfach nicht mehr hochgekriegt haben. Dann der Autounfall. Das ist schon krass. Nicht mehr schlafen, kriegt der Haarausfall. Es spielte sich alles nur in seinem Kopf ab. Ah ja? Und warum hat er sich erschossen? Die arme Sau ist eingezogen worden. Bobby wollte in keinen Krieg ziehen. Und lass diese gottverdammten Heiden und ihren Teufelsanbetungsquatsch nicht in dein Hirn. Ah, oh, es ruckelt so krass. Es tut mir leid. Ich habe überlegt, ob wir das... Oh, shit. Also, wie gesagt, ich habe überlegt, ob wir das Messer wegpacken. Dass wir halt nicht alle umbringen. Aber es sind halt alles so die harten Drogenverkäufer und so. Wir lassen es jetzt erstmal drin. Wir haben es vorhin rausgelassen. Jetzt lassen wir es drin. So, wie komme ich denn zu dem Drogen hin? Das ist ein neues Gebäude. Das heißt, wir müssen hier außen lang. Oh, ich bitte, das wirklich zu entschuldigen. Okay. Ganz langsam. Scharfschützenposten. Sehr nice.
Okay. Ich war jetzt gerade ruhig, weil ich mich konzentriere, mich aufrege und so weiter und so fort. So, hier hinter ist alles. Jetzt ganz schnell das Ding mal aufknacken hier. Warte, wo ist der Punkt? Da ist der Punkt. Und damit hätten wir das offen. Ziele. Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmequellen des eines Geschäfts. Eliminiere sie, um den Geschäften zu schaden. Solche Sonderziele werden auf deiner Karte mit dem Symbol ihres Geschäftes markiert. Okay. Risiko und Gewinn. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über seinen Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du mit dem Geschäft zufügen kannst, und deine finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf dem Plan an und wäge deinen Nutzen-Angriffsplan erst Risiko und Nutzen gegeneinander ab. Okay. Da oben steht eine Wache. Oh. Ja, die Weiber, die... Na. Ganz ehrlich, wer sich in dem Geschäft hier einlässt, der muss damit rechnen. So. Tut mir leid. Kein Ding. So, wie konnte ich nochmal Granaten wechseln? Warte mal, Mausrad drücken, ne? Genau. Unten. Molotow gerne. So, ich musste niesen, Entschuldigung. Y, so, da will ich hin. Der Scheiße ist hier drin. Das Arschloch ist hier. Komm schon, zeig mir dein hübsches Köpfchen. Weiß ich nicht. Frag mal den Nigger, der dir gerade die Eier weggeschossen hat. So. Ist halt der... Ich mag... Der Revolver ist halt mega geil. Der Nachteil ist einfach... Nachteil ist natürlich einfach, dass... die... Was? Die Munition so wenig ist. Was haben wir denn hier Schönes? Die nehmen wir. Dann haben wir nämlich hier auch gleich noch Muni dazu. So. Jetzt die Leute hier abluten. Wie konnte er uns nur abschütteln? Ich weiß nicht. Vielleicht indem ich einfach... Da ist noch... Ah, Medipack und noch was anderes. So. Wir looten natürlich den Laden erstmal komplett leer, bevor wir jetzt abhauen. Ne? Was ist so? Was? Wo? Da hinten noch. Ah, hier ist noch ein Raum. Den haben wir noch gar nicht. Ah, hier. Ah, komm schon. So. Natürlich ein Haufen Bargeld und ein Gemälde. Sehr geil. 4 von 4 in Delay Roro. Yeah. Wir haben das Viertel hier komplett abgelootet. Es tut mir so leid. Oh Gott. Naja, wir werden die Folge jetzt auch gleich... Der Kleine ist hier. Ich habe ihn gefunden. Ja? Gute Nacht. Hast noch ein paar Freunde mitgebracht? Ich bin verfickt nochmal linken Clay, was willst du? Ja, wir sollten den Revolver nicht nehmen, weil er wenig Muni hat noch. So, die Waffe kurz mal durchladen, dann können wir hier die Muni nämlich mitnehmen. Dachte ich. Nein, können wir nicht. Naja, egal. Und Waffe weg. Hier sind wir eigentlich... Naja. Hier sind wir eigentlich soweit fertig. Hier war ja nur noch der Medikasten. Oben ist der... auf der Scharfschützenposition ist noch was. Mal sehen, wie wir da hochkommen. Erstmal natürlich die Kohle und alles hier weglooten. In der Garage ist auch noch mega viel. Aber... Leiter benutzen. So, wie gesagt, ich will mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Zwecks Kohle. Hier ist die Scharfschützenposition dann wahrscheinlich.
Okay. Ja. So, jetzt looten wir die Garage da hinten noch leer. Ich hoffe, wir sterben nicht. Wenigstens mein Held, der keine Glasknochen mit hat. Hashtag Geralt. So, dort oben befindet sich noch einiges. Hier in der Garage selbst. Schickes Auto. Ein neuer Motor. Nehmen wir mal die Kohle. Midi-Kasten können wir nicht mitnehmen. Wie sieht's denn mit einer neuen Weste aus? Schnucki, geh nach Hause. Du musst hier nichts mehr tun. Erstmal. Ja, so. Muni, Geld. Der Rest ist oben. Dann klettern wir mal hoch. Ah, wir brauchen gar nicht klettern. Hier hat's eine sexy Leiter. Oder, ja, ne, Treppe ist das, ne? Genau, Treppe. Leiter war was anderes. Ah, hier ist die Kohle direkt angeleuchtet. Nice, ein Scharfschützengewehr. Das gefällt mir sehr gut, ehrlich gesagt. Können wir das haben? Was tauschen wir damit? Unsere Trench? Schade, dass wir damit unsere Trench wechseln. Aber so ein Scharfschützengewehr hat schon Vorteile. Für den nächsten Job behalten wir es mal. Wir behalten es mal und probieren es einfach mal aus. So, unten ist noch der Medikasten. Sonst haben wir hier alles abgelootet, ne? Wir haben auch dieses Bild und so. In diesem Viertel haben wir jetzt auch jedes Bild. Guck mal, wir haben jetzt nur noch 4700 Schaden müssen wir machen. Also von daher, der Wagen ist schnieke. Der da hinten auch, aber der hier steht vorne an. Das heißt, wir würden uns den hier nochmal schnell knacken. Ah, ich dachte, wir können auch leise knacken. Okay, damit hätten wir das. Und wir geben ihm mal so mega hart Vollgas. So viel dazu. Dann hau doch einfach ab. Ja, ich tue dir nichts. So, das war das. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal hier stehen und dann würde ich sagen, dass es das für diese Folge gewesen ist. Ich guck mal, was das mit dem Lags ist, warum das so ist und dann in der nächsten Folge werden wir einfach ganz, ganz schnieke, ohne große Lags wahrscheinlich dann weitermachen, um den Heroinring auseinanderzunehmen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei der guten Jolandi, die das Ganze gesponsert hat. Bis dann. Hatte ich schon einen Spruch für Mafia? Ich weiß es gar nicht. Fickt nicht mit Lincoln Clay. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.